So, liebe Leute, da sind wir wieder. Dark Souls 3 geht weiter. Und da ich diesem Drachen hier irgendwie nicht ganz traue. Obwohl, jetzt können wir den doch mal hier anballern. Das war unerwartet. So. Geh weg. Ich muss dahin. Explodierender Bolzen, ja, doch mal den. Sollte ich aber auch treffen. Geh weg. Geh weg. Wir wollen dich hier nicht. Jetzt? Geh weg! Geh weg! Er macht es nicht schwerer, wie es sein müsste. Jetzt sind wir fertig damit. Na super. Die uns sparen. Heilen uns halt mal. Oh Mann! Auf den Kopf! Ja, das hätte ich wohl machen sollen. Fällt mir ein, ich Affe, hab ja einen Ring gegen Feuer.
Ich bin ganz verkohlt. Das ist ja witzig. Ich pfeife, hab hier einen Ring. Ich hab hier einen Ring. Hier gegen Feuer der Flammen. Plattenring. Flintring. Und Resistenz. So, trinke mal einer. Wunderbar. Was ist hier jetzt Phase? Da fällt mir ein, ich muss die Zeit ja noch starten. Die hat sich schon gestartet. Ja, machen wir einfach mal so weiter. So. Gucken auf die Kette. Die Kette sagt, du bist böse. Happy treasure, what you got in your abgründige Steinangst. Geil. Das ist doch nicht schlecht. Und vielleicht kommen wir jetzt da hoch und dann machen wir diesen Drachen platt. Wenn das möglich ist. Somehow. Aber wir können nur hier freischalten. Wie machen wir den denn kaputt? Weiter hoch komme ich ja nicht. Da, wo er sitzt. Ich würde ihn aber gerne platt machen wollen. Kann ich dich hier kaputt hauen? Auf seinen Kopf zielen. Scheiße. Pfeile habe ich jetzt einfach nicht. Dann gehen wir halt. Gehen wir zum Feuer. Ich hätte auch zum anderen gehen können. Egal. Und gehen in den Sumpf. Hat ja dann doch keinen Zweck hier, so lange rumzumachen.
bis der Drache weg ist. Ich glaube, ja, wenn man was irgendwas von dem bekommt, also, ist es okay. Also, dann reisen wir mal in den Sumpf. Pharaons Feste oder hier gleich? Wo reisen wir hin? Das Ding ist nämlich, und vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich glaube zu wissen, was zu tun ist. Ich weiß nur nicht, wie. Oder wo, besser gesagt. Nämlich, man muss da diese Feuer löschen wahrscheinlich. Mehrere. Eins davon habe ich jetzt gemacht. Kann man das von hier irgendwo sehen? Von hier sieht man das doch. Hier, genau. Da leuchtet jetzt eins. Und zwar eins von wahrscheinlich dreien. Nur habe ich keinerlei Ahnung, wo der Rest sein soll. Und da ist jetzt guter Rat teuer. Komm mal her. Ach, so einer bist du. Naja, ich erinnere mich. Wo finde ich da jetzt nämlich den Rest? Das ist jetzt die große Frage, dass sich dieses Ding hier öffnet. Haben wir denn irgend... Ich habe auch keinen Ring irgendwie, der mir hier weiterhilft, ne? Giftresistenz nehmen wir doch mal. Dann ziehen wir uns auch einen Helm auf. Das ist eine sehr schöne Rüstung. Wo, wie zünde ich die da an? Kann mir da jemand helfen? Oder einen Tipp geben, einen Hinweis, wo ich das finde ich die hier wahrscheinlich irgendwo. Ich suche jetzt natürlich überall nach so Schornstein. Hier, diese Feuer sind doch bestimmt ein Hinweis, wo ich hin muss. Deswegen folge ich jenen. Es gibt. Vielleicht einfach diesen Feuern folgen. Nach oben. Dieser Turm? Dieser, oder Turm ist es ja nicht, diese Säule. Alter. Die Viecher, ne? Warte mal. Brennt da hinten was? Muss ich da hinten hin? Ich scheiß drauf, ob ich jetzt mit dem Kinder drin bin. Komm ich da hinten durch? Nee, ne? Oh, geil, die Ritterrüstung. Das namenlosen Rittersblatt. Finstergeist. Oh shit. Oh shit. Okay.
Kollege bist es also. Alter. Shit. Aber ihn auch gekillt. Fuck. Shit. Das war gerade einfach zu viel Finstergeist, der sich in dem Baum manifestiert. Oder wo kam der her? Oder habe ich den? War das der wahrscheinlich? Na super. Nichts mehr erleuchteter. Bin mal gespannt, ob der einmalig ist oder nicht. Da steht auf jeden Fall auch noch einer. Nein, ist nicht einmalig. Also hätte ich das denken können. Okay, aber wir wissen, worauf wir uns einlassen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich hin muss. Zum Teufel. Reisen wir mal hier hin. Vielleicht haben wir einen besseren Überblick. Das nächste, was ich mache, ist Geschicklichkeit. Ah ja, da brennt noch einer. Brennt da hinten auch noch einer. We try. Alter, wie man hier versumpft. Arbeiten wir uns hier durch. Vielleicht da hinten einfach mal hin. Ich glaube, wir sind zweihändisch hier besser wird. Wir haben ja immerhin jede Menge Leben am Start. Weg, 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 weg! Ah! Das ist jetzt einfach Instant Kill. Mann! Gibt's nicht einen Ring, dass ich da schneller durchkomme? Habe ich nicht irgendwas, um da schnell durchzukommen? Wie schnell man hier auch einfach versucht. Thank you.
ganz nervig ist wie Sau. Sieht auf jeden Fall noch gut. Das sieht gut aus. Hoffentlich. Damit. Nein. Raus da. Ich muss sagen, ich habe auf Resistenzen überhaupt noch nicht geachtet. Vielleicht ist das jetzt die Quittung dafür. Jetzt hoffentlich bin ich hier richtig. Eiern wir hier einmal drumherum. Dass ich jetzt selbst vergiftet. Ich verstehe. Da hätte ich auch von der anderen Seite kommen können. Ja, in Dark Souls 1 kenne ich den Ring, wo man durchkommt. Ich sollte doch gleich mal heilen. Und das ist ja kein Problem. Kommt man hier irgendwie hoch? Muss man ja fast, ne? Wenn man da fliegt. Oh. Oh, dass man halt dennoch drei Schläge braucht. Oh, aber hier bleibe ich. Besser zum Kämpfen. Wunderbar. Dezimieren wir die mal. Hey, witzig. Hey, das ist eine Höhle. Vielleicht müssen wir hier hin. Nachricht lesen. Schwere Nöter. Goldene Schriftrolle. Altertümliches Gewand. Okay. Cool. Jetzt ist nur noch meine Frage. Hier oben, hier war doch ein Schornstein, oder nicht? Ne, da hinten brennt. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Ah, ne, bin ich nicht. Ich kann hier hoch. Geil. Da wollte ich hin. Heilen wir uns mal. Wenn da ein Blutfleck ist, dann ist der nicht grundlos da. Scheiße! Komm. Gegen die habe ich noch keinen guten Weg gefunden zu kämpfen. Okay, Heimatknochen. Hier müssen wir hin. Ganz genau, danach suche ich doch. Wie lange spiele ich denn heute? Knapp eine Stunde spiele ich zurzeit. Okay, zweites Feuer. Eins brauchen wir noch. Und dann öffnet sich das Tor. Oder sind es vier? Ich glaube, es sind nur drei. Okay, dann habe ich die einfach nicht gefunden. Aber klar, das dachte ich mir schon. Nur ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo da noch eins sein könnte. Sehe ich es da hinten glimmen? Das hat so ein bisschen was aus Sumpf,
Sumpf und da, wo die ganzen hier beim Bett des Feuers. Das ist gerade so die Mischung hier. Aber das sind nicht gerade die Stellen, die geil sind. Fuck. Wir haben immerhin jede Menge Flakons. Ach, guck mal hier. Direkt ist ja sogar noch so ein Ding. Das habe ich nicht mitgenommen. Zack. Sogar zwei Schläge. Bin ich schneller wie du. Okay, dann war das hier das letzte, was ich gesucht habe. Dann habe ich das einfach übersehen, weil ich da mir noch nicht bewusst war, dass man das machen konnte. Ich dachte, das war einfach nur ein Verschönerungselement. Aber okay, dann hätten wir das ja erledigt. Bin ich sehr, 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 sehr froh drum. Auch wenn ich weiß, dass ich hier auf jeden Fall nochmal hin muss. Vielleicht finde ich bis dahin mal einen Ring, um da wenigstens gut durchzukommen. So, jetzt öffnet sich da das Tor. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dahinter wieder ein Endgegner liegt oder so. Aber auch cool, wie die sich öffnen. Hammer. Hammergeil. Ich bin aber eigentlich auch schon sehr zufrieden mit dem Output. Wir müssen hier lang. Gehen da jetzt zum Feuer. Schon mal hier sind und das sehen. So jung kommen wir nämlich zusammen. Kommt der hier hoch? Der kommt hier hoch. Ja, komm. Mittlerweile ist es ja durch mein, wie ich so finde, relativ ordentliches Leveling kein Problem. Manövrieren wir uns da irgendwie durch. Waren hier nicht welche? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Waren wir hier schon drin? Oh nee, ich bin zurückgelaufen. Ich bin genau in die falsche Richtung gelatscht. Ja, dann reisen wir da schnell hin. So. Und was uns hinter der Tür erwartet, das sehen wir jetzt dann gleich in der nächsten Folge. Geht aufs Klo, holt euch was zu trinken. Ich werde das auch tun. Und wir sehen uns sofort wieder. Und wenn wir erfahren werden, was an diesem kerzenbeleuchteten Pfad dahinter steckt. Bis gleich!